Tür an Tür wohnen sie, aber machen sich gegenseitig das Leben zur Hölle. Depp und Drecksau und was der alles an Beleidigungen loslässt. Dann so ein dumm Zeug, wo du da abgibst. Gestritten wird um so gut wie alles und jedes Mittel scheint recht zu sein. Die skurrilsten Nachbarschaftsstreitereien haben wir für Sie zusammengestellt. Auf Platz 5, der Kruzifixstreit. So findet Klaus Braungart sein Holzkreuz eines Morgens auf. Nachbar Hans M. macht keinen Hehl daraus, dieses abgesägt zu haben. Der Strenggläubige ist fassungslos. Ja, hier liegt es, mein Scheunenkreuz, auf dem Gesicht, heimlich von der Scheunenwand abgesägt und übers Hoftor geworfen vom Nachbarn. Dieser fühlte sich vom Kreuz provoziert und Klaus Braungart sei gar nicht gläubig. Wahrscheinlich ging es aber um etwas anderes. Der eigentliche Zankapfel ist die Scheune. Und als er erkannt hat, jetzt hat der Klaus Braungart das gekauft und lässt das wieder so stehen, wie das ist, musste er erkennen, dass solange er lebt, die Scheune nicht mehr fällt. Und das ist das, was ihn so nervt und was ihn ärgert. Und deswegen muss ich mit dem Mann dieses ganze Martyrium ertragen. 4 Jahre dauerte der Streit am Zaun und vor Gericht. Nun hängt das Kreuz wieder. Nachbar Hans ist allerdings verstorben. Schade, dass der Streit nicht zu Lebzeiten sein Ende finden konnte. Auf Platz 4, die Taubenplage. Um 200 bis 300 Tauben kümmert sich Taubenfreund Rolf fürsorglich, füttert sie täglich. Den Nachbarn stinkt's gewaltig. Namhafte Taubenzüchter, gibst du die Schuld, die hätte ich. Ja. So ein dumm Zeug, wo du da abgibst. Doch Rolf W. liebt seine Tauben und füttert sie weiter, bis die Behörden einschreiten. Das Ordnungsamt hat mir gesagt, ich darf die Tauben nicht füttern. Also habe ich 8 Tage die Tauben nicht gefüttert. Es war ein Tierdrama ausgebrochen. Es gab überall tote Tauben. Trotz Verbot füttert Rolf nun munter weiter. Für seine Nachbarn ein Unding. Solange ich ihn kenne und schon von Kind auf, es ist ein Querulant. Auf Platz 3, die zugemauerte Einfahrt. Frühmorgens wird die Spitzhacke geschwungen. Die Überwachungskamera hält alles fest. Gebaut wird eine Mauer, und zwar direkt vor die Einfahrt von Familie Winter. Ich bin durch ein Hackgeräusch wach geworden, bin dann aufgestanden, habe am Küchenfenster geschaut und gesehen, dass halt unsere Nachbarin hier vor unserem Einfahrtstor mit Spitzhacke einen Graben zog. Nachbarin Christine Seifert hat gemauert und fühlt sich damit im Recht. Denn sie hat mit den restlichen Anwohnern den Weg vor dem Haus gekauft. Nur Familie Winter nicht. Die hätten sich mit einklinken können. Wir haben den Weg gemeinsam gekauft, wir haben ihn gemeinsam ausgebaut. Die Familie Winter hat sich daran nicht beteiligt. Nach jahrelangem Streit und sogar Handgreiflichkeiten steht nun diese Mauer vor der Einfahrt. Die Familienkutsche kommt hier nicht mehr durch, sondern muss quer durch den Garten raus. Christine Winter bleibt hart. Nein, die bleibt stehen. Das ganze Mauerdrama landet schließlich vor Gericht. Auf Platz 2, der Messi-Streit. Carsten Röse stinkt es gewaltig. Wo sich bei manchen Menschen der Garten befindet, hat sich sein Nachbar eine Müllhalde eingerichtet. Aber Rüdiger Weißensee ist sich keiner Schuld bewusst. Es geht denn doch gar nichts, dass ich schon auf meinem Gelände abstelle, was ich will, ist doch mein gutes Recht, oder? Und wenn die was von mir wollen und dann sollen sie kommen, sollen sie mir das sagen und dann werde ich denen schon eine Antwort parat haben. Ne? Zwangsräumung durch das Umweltamt. Für Rüdiger ein Albtraum. Ich bin voll am Arsch. Aufhören, die sind vorbei, ist das. Alles weg kommt hier. Das kommt nicht weg. Was willst du damit da? Das ist riesig. Und für die Nachbarn Genugtuung. Sie haben auf dem Grundstück giftige Stoffe entdeckt und Rüdiger Weißensee angezeigt. Im Haus findet der Räumungstrupp Salzsäure, Schwefelsäure und andere Gifte. Der Streit mit Carsten Röse eskaliert immer mehr. Depp und Drecksau und was der alles an Beleidigungen loslässt, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Letztens ist er mir entgegengekommen, da bin ich mit meiner Tochter Fahrrad gefahren. Er kommt mir entgegen und sagt, dich Dreckschwein bringe ich in den Knast. Und so war, der wird ja jetzt schon aggressiv. Denn Rüdiger Weißensee glaubt, dass sein Nachbar ihm sein Hab und Gut stehlen will und zeigt ihn deshalb an. Sobald er die Anzeige macht, ist die Polizei verpflichtet, dem nachzugehen. Und das tut sie auch. Und das finde ich eigentlich
am schlimmsten an der ganzen Geschichte, dass ich mich hier andauernd wegen irgendwelchen Hirngespinsten von euch nicht durchgetreten, sage ich jetzt mal so, rechtfertigen musste. Haus an Haus und doch so verschiedene Welten. Auf Platz 1 der Froschmörder. Schauplatz einer Tragödie. Andreas S. muss Abschied nehmen von Lieblingsfroschknötti, Opfer einer Schießattacke. Ich habe gesehen, es ist mein Knötti und ich habe mich jetzt gar nicht dahin getraut, aber ich musste es dann doch irgendwie übers Herz bringen und musste den Frosch da rausholen und habe dann auch sofort im Rücken schon ganz klar ein Einschussloch entdeckt. Ja. Unter Verdacht Nachbar Frank H. Wegen Knöttis ständigem Gequakel gab es häufig Ärger. Schließlich kommt es zum Prozess. 10 Monate lang bewahrt Andreas seinen Knötti im Kühlfach auf, als Beweismittel. Ich hatte eine sehr emotionale Bindung zu diesem Tier. Hab halt jahrelang, war mein Lieblingsfrosch halt. Ne? Aber jetzt hat er hoffentlich seine Ruhe und ist dann im Froschhimmel. Aber Nachbar Frank wurde freigesprochen. Der Froschmord an Knötti bleibt wohl für immer unbestraft.